Und da sage ich auch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Okay, es hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Weg gegeben, oder? Ja. Hub 360, okay. Lass uns mal nach Hub 360 schauen. Was? Verlieren? Stand und so. Ach so. Was, das ist Hub 300. Wow, ich dachte, das ist so richtig geil, so eine... Naja, egal. Eine Pause ist das jetzt nicht so der Traum. Er wäre hier oben überhaupt nicht ohne Dings. Was zum Teufel war das? Jetzt gehörst du mir, Mann. Hä? Wo ist denn hier schon wieder wer in den Kampf? Kann nicht sein. Ja. Was? War eben so ein leuchtender wilder Mischling. Ja, legendär ist mutiert, natürlich. Ich kann jetzt nicht antworten, was? Das liebe ich immer. Tut mir leid, ich bin gerade in einer fucking Aufnahme von Fallout 4. Ich antworte dir vielleicht mal in der Folgenpause. Okay, danke. Weißt du, wenn du dann nämlich nicht sofort antwortest, dann ist es gleich wieder schlechte Stimmung. Aber wenn du so antwortest, dann ist natürlich auch gleich wieder die Backen dick. Mess Bay Medical Center. Was? Hey, Mr. Gunner Sergeant. Der Laserknarrer. General Gutsy, Junge. Aha. Wirklich? Wieso wissen die das nicht? Scheiße. Hey. Wirklich? Alle auf dich. Aber auch ein gutes Training.
Nicht? Find's auch. Was? Ach da. Du schaffst es nicht mal mit Bezahlung. Ah. Miss Bay Medical Center. Silver Shroud, ja, bla. Du bist tot. Hä? Auf den Dächern von Boston befinden wir uns hier. Wo kommt der auf einmal her? Ich hab ihn gar nicht jetzt bedrohen wollen, ihr Enem. Weiß gar nicht wieso. Okay. Okay. Was? Wer? Oh, Mr. Plasma-Waffe, grüß dich. Hey, du siehst aus, wie wer den nicht kenne. Ja, jetzt noch mehr. Ja, Curry. Das ist eine Suppe. Wo sind die Nudeln, Junge? Wo sind die Nudeln? Silver Shroud. Das könnte ja theoretisch irgendwie... Okay. Ja. Können wir aber auch nicht. Was ist das für eine Booty hier? Krass. Denn die gucke ich mir doch mal an. Cool hier. Was hab 360? Ach, das ist jetzt hier oben oder was? Hi, grüß dich. Beinchen ab. Tschüss. Okay, das ist auch hab 360. Ist dasselbe wie Beute praktisch? Plus jetzt ist das der Obergeschoss. Der Obergeschoss. Das Obergeschoss. Der oberste Stock, wollte ich sagen. Ah, eine gute Idee. Ah. Jetzt haben wir mal einen Blutkäfer rausgesehen. Kaffeeterrasse. Gehen wir mal in die Terrasse. Terrasse. Der hat ja hier einen Abgang gemacht, aber wie hoch wir sind. Und das alles ohne Beländer, oder? Okay, das ist gerade da. Ein Vertibird in den Luftgang nehme ich an. Okay, das ist ja hier spektakulär. Ich muss gleich das Fenster mal in der Folgenpause noch ein Stückchen weiter aufmachen. Ah, guck mal, da war die Tür.
Irgendwie ist das cool. Der steckt da fest. Oder ist das der Aufzug, mit dem wir gerade gekommen sind? Ich glaube ja. Theaterviertel. Die machen auch alle ja Faxen im Theater. Das heißt nämlich nicht, welches sie be... Ah, egal. Voll, ja, der Jackpot, das wird voll spannend, so, weißt du. Und dann ist das so ein fucking, hier ist das Haushaltsroboter. Hi. Ich schütze und diene. Okay. Dann ist das so ein fucking Wandschrank, weißt du, so ein Regal nur. Wo dich echt zu fragst. Seriously? Aber na gut. Ein Schimmer dessen, was sie sich für die Zukunft vorstellte. Traurig. Hm. Der Sicherheitsgarantie von Hesters können Sie vertrauen. Oh. Dieser Mr. Randy hat offensichtlich eine Fehlfunktion. Wir sollten einen Techniker umreißen. Schon wieder. Kampfhandlungen erneut überstanden. Ihre Familie wird aber davon Hesters gehen. Wir kämpfen darum über eine Diskussion. Wir werden diese Protokolle später auf relevante Daten prüfen. Wir werden beschaffen. Gegner unbekannt. Na, unbekannt ist ja nicht wirklich. Das steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sei vorsichtig. Absolut. Ich drück da drauf. Da steht Tell me more. Hesters für Roboter-Einkäufe ohne. Ich glaube, der ist direkt hinter sich. Hier ist auch noch ein Tell me more, but. Achso, da waren wir. Dement. Wir sind Handschellen-Curry. Hast du damit schon Erfahrung? Schnauze. Scheiß Affe. Dass man dicke Zigarren anentzündet. Das sind so die kleinen Sachen, die da Spaß machen. Ey, irgendwann reißt mir das Armband noch den Arm ab. Scanner deckt Lebewesen. Huh. Alarmstufe. Die schießen hier mit. Pass auf, die schießen mit. Ne,
Dank meiner schnellen Auffassungsgabe konnten wir das Auto zum Glück als ultimativen Sprengstoff nutzen. Ist das schmutzig? Wem auch immer dieser Ort gehört, er sollte sich was schämen. Okay. In diesem Fall fall ich mal raus. Das ist auch schön hier. Ich frage mich nur, wieso diese Theaterviertel. Jetzt direkt über aufs Dach. Ist schmutzig. Wem auch immer dieser Ort gehört, er sollte sich das schämen. Ich glaube nicht, dass sich hier noch irgendwer für irgendwas schämt. Trotzdem cool vor. Ich frage mich gerade, wieso der hier so einen fetten Wachroboter hatte. Viel ist ja nicht mehr von ihm übrig. Okay. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge so machen, oder?